Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr dieses verpackte Outfit bekommen könnt. Dafür empfehlen würde ich euch den Top Orbeln. Der ist genau hier, weil ihr dann auch hier dieses Teleskop brauchen werdet. Ja gut, denn es sieht schon geil aus, ist ein einzigartiges Hemd und warum nicht, wenn man es haben kann. Ja, dann würde ich euch jetzt zeigen, wie es geht. Als erstes wäre es am besten, die Maske runterzunehmen von meinem. Achso, ich habe das Outfit. So, durch den Raubüberfall Taschenpack muss ich das jetzt mal ganz kurz neu machen. Und ja, dann fangen wir jetzt gleich mal an. Wir gehen jetzt als erstes zu den Oberteilen und gehen dann zu den Hemden für Westen. Naja, einen Blick für genau zu den Westen. Und dann wählt ihr euch diesen blauen Perseus-Pulloden aus. Habt ihr den ausgewählt? Zieht ihr euch am besten jetzt noch einen Ohrring drüber, weil ihr den gleich sowieso wieder abmachen werdet. So, habt ihr den Ohrring drauf? Könnt ihr das Outfit so abspeichern? So. Habt ihr das Outfit abgespeichert, geht ihr nochmal zu ihr und dann wählt ihr den Raubüberfall Ohrwolle aus. Also ich habe es jetzt nur mit dem einen getestet, aber wahrscheinlich wird es mit den Vieren hier funktionieren. Ich nehme jetzt einfach mal den gelben. Habt ihr den an, fliegt ihr jetzt oder fahrt ihr zum Teleskop am Strand, weil das am besten ist, weil das hier gleich in der Nähe ist. Da angekommen beim Teleskop. Das ist genau hier. So, dann macht ihr jetzt diesen Glitch, dass ihr Brille und Maske gut miteinander kombinieren könnt. Das heißt, vorbeisprinten. Ich drücke zweimal X zum Vorbeisprinten und dann die Pfeiltaste nach rechts, um durch das Fernrohr zu schauen. Das heißt, vorbeilaufen. Okay, jetzt habe ich gerade kein Geld mehr auf der Bank. So, jetzt macht ihr den Glitch, wie gesagt, vorbeisprinten und Pfeiltaste nach rechts und dann solltet ihr in dieses Menü kommen, entweder guckt da durch und dann müsst ihr das nochmal neu machen oder ihr habt es geschafft, er bleibt davor stehen und die Maske ist nun runter. So, dann geht ihr jetzt ins Interaktionsmenü, geht auf Stil und dann wählt ihr jetzt das Outfit aus, was ihr gerade abgespeichert habt. Also in meinem Fall war es jetzt das hier, wo ihr dieses blaue Hemd drauf habt. So, habt ihr das Outfit ausgewählt, bleibt ihr stehen, das war jetzt fast mein Fehler gewesen, bleibt ihr stehen, wählt das Outfit erstens aus und dann geht ihr nochmal auf die Ohren und dann macht ihr diesen Ohrring runter. Habt ihr das runter, werdet ihr sehen, dass ihr jetzt automatisch die Gasmaske auf den Kopf geglitscht kriegt. Und dieses Outfit müsst ihr jetzt erstmal wieder abspeichern gehen in Klamottenladen jetzt. In irgendein. Aber am besten gleich den hier in der Nähe nehmen, weil warum den Umweg machen. So, seid ihr jetzt beim Top Oven oder bei irgendeinem Klamottenladen wieder angekommen, geht ihr jetzt zu der Tante und speichert das Outfit erstmal ab. So, habt ihr das Outfit abgespeichert, geht ihr ins Menü, geht auf Online, geht auf Shops, Shop spielen, von Rockstar erstellt und dann auf Mission und wählt die vorletzte Mission aus, die hier, diese Meth-Bötchen oder wie man das ausspricht. Diese Mission startet ihr. Das Menü könnt ihr komplett zu lassen, ihr verlasst den Job eh gleich wieder. Startet die Mission. Was ich vorweg vergessen habe zu sagen, dass ihr den letzten Standort, den Spawn-Standort, dass ihr den anhaben müsst. Also den hier, Spawnpunkt letzter Ort, den müsst ihr anhaben, dann spawnt ihr wieder nicht hier. Jetzt werdet ihr sehen, dass ihr jetzt unsichtbare Arme habt. Die könnt ihr nicht abspeichern, zumindest ja kann man, aber wenn man das denn im freien Modus wieder lädt, dann tauchen die Arme dann wieder auf. Also es bringt nichts. Jetzt geht ihr zu eurem Fahrzeug und dann geht ihr zu dem nächstgelegenen Waffenladen, wo ihr dann das Outfit auch abspeichern könntet.
so beim Waffenladen angekommen, geht ihr jetzt hier zur linken Seite und dann geht ihr auf Hemden für Westen und wählt euch dann diesen weißes Hemd Ärmelhalter aus. Das ist die Nummer 5 in Hemden für Westen. Die wählt ihr aus. Normalerweise wäre da jetzt ein weißes Hemd, aber durch diesen Glitch ist das jetzt ein schwarzes Hemd. Sobald ihr jetzt das Outfit auswählt, habt ihr dieses verbuggte Hemd an. Jetzt hat sich das weiße Hemd von dem Outfit davor mit dem T-Shirt jetzt sozusagen verbunden. Ja, und auf Nummer sicher gehen würde ich jetzt immer einen Fallschirm draufziehen, damit er das Outfit auch nicht löscht. Jetzt könnt ihr das Outfit ganz normal wieder speichern und den Job verlassen. So, seid ihr jetzt nun wieder gespawnt, könnt ihr jetzt auch den Fallschirm runternehmen und könnt das Outfit sicherheitshalber nochmal abspeichern, aber es wird jetzt drin sein. Einfach ganz normal nochmal abspeichern. Und jetzt könnt ihr das Outfit beliebig verändern, wie ihr wollt. Also ich habe es jetzt zum Beispiel so gemacht. Ich habe es jetzt so gemacht mit dem Schlauch und alles. Ist ein ganz cooles Outfit auf jeden Fall. Hat nicht jeder und wird es auch nicht ewig geben. Ich habe dafür damals schon mal ein Tutorial hochgeladen oder ein Glitch sozusagen. Und ja, jetzt ist es wieder da. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr neu seid, würde ich mich gerne über ein Abo freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Probiert den Glitch aus und dann würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.